So. Neue Schatzkammer. Wir brauchen schon wieder Gold. Spinne schon wieder hier. Und ein Zauberer. Wo ist denn der Ork-Krieger? Der trainiert bestimmt, ne? Der ist auch so schnell beim Trainieren. Also, wie schnell der auf irgendwie Stufe 9 oder so ist. Echt Wahnsinn. Weil der irgendwann auch seinen Schnelligkeitszauber kriegt. Ich tue mich aber heute schwer mit der deutschen Sprache. Ist ja schlimm. Ist ja wirklich schlimm hier. So. Naja, das habe ich mir schon gedacht. Ach, ja. Blöd. Gut, die kommen nicht rüber. Das ist schon mal ein Vorteil, aber... Hier sind auf jeden Fall Helden. Ziemlich missgünstige Helden. Glaube ich zumindest. So. Schmeißen wir denen dann nochmal ein paar Hühner in die Kammer rein. Und nochmal ein paar Hühner. Die wachsen ja nach. Wunderbar. Also, Zauberer 1. Ja. Wir haben noch ein bisschen Platz, Leute. Ihr müsst euch eure Köpfe nicht in die Bücher reinstecken. So. Jetzt ist der aber voll. Viel mehr Platz werden wir da auch nicht haben. Ach, Dämonenechsen, die sind so, weiß nicht. Dämonenechsen kommen irgendwann, glaube ich, nach Käfern. Von der Gefühl so, von der Stärke her. Ein größeres Versteck. Boah, ey, komm, hast du ein paar Teufler. Brauchst ein größeres Versteck. Unglaublich. Diese fetten Viecher. Ein größeres Versteck. Mhm. Da ist so ein blöder Bogenschütze. Was will denn der Keeper jetzt von mir? Kein Lebensraum mehr vorhanden. Ja, das ist wirklich bedauerlich. Ich tue ja was dagegen. Eigentlich bräuchte ich mir echt auch einen größeren Trainingsraum. Der ist hier schon zu klein. Mach mal hinne hier. So. Du auch. Der geht was futtern. Drei Teufel haben wir jetzt hier drin. Trainieren. So. Jetzt müsstet ihr euch hier noch mehr breit machen können. Ich fand immer früher, dass es aussah wie Gehirnmasse. So ein bisschen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Oder an was die Macher damals da gedacht haben, als sie sich überlegt haben, wir machen so einen Raum, wo die Kreaturen schlafen können. Merkwürdig, merkwürdig. So. Zack, noch ein paar Hühner reinwerfen. Trainiert ruhig mal ununterbrochen. So. Wir haben etwas Platz für Teufler. Bitteschön. Ja, du darfst auch weiter trainieren. Eine Brücke haben wir, Wachposten haben wir, Fliege haben wir. Fliege will ich nicht. Ja, gut, eine Handwerkskammer kommt dann hier rein. Och, endlich ist diese ellenlaute Musik zu Ende. Das ist voll schade, ich kann das Spiel nicht großartig lauter machen. Also ich könnte die Soundeffekte noch ein bisschen lauter machen, aber... Naja, die Fliege stirbt. Kreaturen unterliegen im Kampf. Passiert. 2000 schon. Mensch, diese gierigen Kreaturen. Ich frag mich, wer da immer am meisten nimmt. Ach, schon wieder eine Fliege. Zusammenrufen. Schon wieder. Unterliegen
Warum? Warum wird der ärgerlich? Was ist denn los mit dir? Da fragt man sich auch, was ist... Was ist denn dir über die Leber gelaufen? Kumpel. Hier. Ich glaube, der will einen Handwerksraum oder sowas. Dem ist langweilig. Ja. Forscht mal schneller. Jetzt haben wir ihn. So. Ich glaube, ich lösche echt bald mal den Soundtrack irgendwie aus den Dateien raus. Das müsste rein theoretisch funktionieren. Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Weil der mir tierisch auf die Nüsse geht. Dieser ständige Soundtrack. Wie viele Zauber haben wir denn? Haha! 9 Teufler! Zieh sich das mal einer rein. Und 7 Zauberer. Wir haben auch nur 2 Dämonenechsen. Das ist ja der Hammer. So, ich werde mal gucken, dass ich hier gleich irgendwo eine Baracke hinbauen kann. Ich weiß aber noch nicht wo. Hier ist ja gleich Lava. Hier könnte man vielleicht gucken, dass man eine Baracke hinbaut. Und großartig Platz für eine Folterkammer und sowas haben wir auch nicht. Können wir gucken, ob hier noch Platz ist. Ich wage es mal. Rein theoretisch können wir auch einfach mal gucken. Hier ist noch Platz. Zwar nicht mehr so viel, aber es ist noch Platz. Das bedeutet, wir könnten... mal gucken, was wir hier hinbauen und... eventuell hier ein Gefängnis. Eine eiserne Jungfrau hätte ich schon ganz gerne. Für eine eiserne Jungfrau braucht man aber ein großes eine große Folterkammer. So, wunderbar. Also, Baracken packen wir mal hier hin. So, passt. Es müsste reichen, um Teams zu bilden. Hier kommt dann die Folterkammer hin. So, dann schauen wir mal, dass wir ein paar eiserne Jungfrauen anlocken können. Und falls wir irgendwelchen Helden begegnen, können wir die gleich mal ein bisschen versklaven. Oder eigentlich reden wir ihnen ja nur gut zu. Ich glaube, das ist der bessere Ausdruck. So, langsam geht das Geld auch aus. So langsam geht das Geld aus. Könnte man hier ein bisschen rübergehen? Was es hier so zu erforschen gibt. Das ist auf jeden Fall eine Falle. Eine Tür. So. Ein paar Bogenschützen. Oh, der ist sogar gestorben. Der hat zu viel Schaden bekommen. Die sind nett hier. Also wenn man die versklavt. Die Dicken da. Aber wenn die mal nicht sterben würden dabei. So, einen haben wir. Ab mit dem in den Kerker. Der kann auch in den Kerker. So, dann passt das. Der ist schon mal drin. So. So. Komm mal her. Und die kommen jetzt in die Folterkammer. Und wir hoffen mal, dass wir hier vielleicht irgendwas... Wo denn? Oh Gott, sind da viele.
Ah, leck. Komm schon. So. Komm mal her. Komm, hier ist mal ein paar Spinnen. Ja, ein paar sterben dabei halt, ne? Kann passieren. Mach das mal kaputt da. Wo denn jetzt schon wieder? Ach, da sind ja noch mehr. Um Gottes Willen. So viel Platz kann man da drin ja gar nicht haben. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Ah, sehr schön. Immer schön, wenn die dann für mich arbeiten wollen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Der Zauberer, den nehmen wir auch mit. Ach ja, ist das schön. Die Folterkammer scheint gut besucht zu sein. Alles wunderbar. Was ist denn das hier? Kreatur wiederbeleben. Ich hätte ganz gerne das Gold, was da oben ist. Nein, nicht das. Da hinten ist nochmal mehr Gold. Ich weiß, dass da irgendwo Fallen versteckt sind. Ganz fies. Genau da. Genau diese Scheißfallen meine ich. Ah, fick dich doch. Scheißfallen. Guck mal, wie viel Imps wir jetzt verloren haben. Oh, komm schon. Gleich haben wir keine Imps mehr. Sehr geil. Oh, ich hasse das. Eine Falle. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Brauchen wir erstmal ein paar Imps. Ja, come on. Da hinten ist nochmal irgendwo eine Falle, glaube ich. Also für Imps sind Fallen absolut der Rotz. Wen können wir denn noch nehmen? Die hier mag ich ganz gerne. Und die sind auch immer ganz nett zu bekehren. Die kriegt man ganz gut. So. Mal das Gold hier einsammeln. So. Ah, gut, dass hier ein bisschen Gold rumliegt, ey. Wir sind ja mittlerweile ein bisschen... bisschen hart ausgeschlachtet, was das anbelangt. Wirklich, Gold ist nicht mehr bei uns zu finden. So. Na, was ist denn jetzt los mit dir hier? Guck mal, ich habe sogar überzeugende Maßnahmen für dich. Bitteschön. Ein bisschen Hühnchen kriegst du auch, das gibt's auch bei uns. Und die Spinnen sind immer hier um den Kerker rum. Sehr interessant, sehr genial auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier oben noch? Was ist das? Level steigern, sehr geil. Nehme ich. Die sind ein bisschen sehr langsam. Beim Aufmachen der Türe. Kreatur wiederbeleben. Ja, ich hätte gerne Stufe 3, würde ich mir ganz gerne wiederbeleben. Mann, Mann, Mann. Lass da mal jemanden ran, der es gut kann. So soll es sein. So.